Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung macht in Mali die gleichen Fehler wie in Afghanistan. Keine klaren Zielvorgaben und deswegen auch keine Strategie mit kontrollierbaren Wegmarken. Das Ergebnis in Mali wird das gleiche sein wie in Afghanistan, ein unausweichliches und totales Scheitern. Meine Damen und Herren, was die Bundesregierung tut, ist aber nicht nur politisch falsch, sie verletzt auch die Fürsorgepflicht gegenüber unseren Soldaten. Denn zum ersten Mal bricht das Verteidigungsministerium mit einer eisernen Regel, dass nämlich jeder verwundete deutsche Soldat innerhalb einer Stunde Zugang zu ärztlicher Versorgung auf dem Niveau eines deutschen Kreiskrankenhauses erhält, auch wenn seine Einheit unter Feuer liegt. In Mali ist das nun nicht mehr möglich. Denn seit einiger Zeit werden die Rettungshubschrauber für das deutsche Einsatzkontingent nur noch von einer zivilen Firma gestellt. Das heißt im Klartext, zivile Hubschrauber mit zivilen Piloten ohne Bewaffnung und ohne Schutz. Die Bundesregierung sagt selbst, dass deshalb die Evakuierung von Verwundeten nur noch aus gesicherten Landezonen möglich ist. Und was ist, wenn ein deutscher Soldat um sein Leben kämpft und es keine gesicherten Landezonen gibt? Liebe Soldaten, wie die Bundesregierung mit Ihnen umgeht, ist ein Skandal. Dieser Skandal, eine GmbH mit der Rettung verwundeter deutscher Soldaten zu beauftragen, legt aber auch den erbärmlichen Zustand der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr offen. In der gesamten Bundeswehr scheint es keine 4 Hubschrauber mehr zu geben, die zum Schutz unserer Soldaten nach Mali geschickt werden können. Dafür trägt die Bundesregierung die volle Verantwortung. Meine Damen und Herren, wer die Einsatzbereitschaft seiner Streitkräfte so zugrunde gerichtet hat, sollte erst recht die Finger aus sinnlosen Auslandsabenteuern lassen. Die AfD hält Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich für das falsche Mittel, um Außenpolitik zu machen. Für uns gilt das Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten fremder Staaten. Die Völkerrechtlerin Annalena Baerbock weiß, welchen hohen Stellenwert dieses Prinzip hat. Verteidigungsbereite Streitkräfte zum Schutze Deutschlands und seiner Verbündeten. Dafür steht die AfD. Wie wichtig Verteidigungsbereitschaft im Falle eines Angriffs ist, sehen wir dieser Tage in Israel. Und das bringt mich zu folgendem Punkt. Ich wünsche der Israel Defense Force viel Soldatenglück und speziell der israelischen Luftwaffe bei der Suche nach den Terrorführern der Hamas eine gute Jagd und fette Beute. Das Wort geht an Jürgen Hart von der CDU-CSU-Fraktion. Und ja, ich werde im Protokoll nachlesen, ob es eine Rüge wert ist, was der Kollege Lukassen von der AfD geäußert hat. AfD-Abgeordneten Lukassen, ich wünsche den Israel Defense Forces viel Soldatenglück und speziell der israelischen Luftwaffe bei der Suche nach den Terrorführern der Hamas eine gute Jagd und fette Beute. Für diese Ausdrucksweise erteile ich einen Ordnungsruf. Sie können intervenieren im Ältestenrat. Wir kommen zur nächsten Rednerin, und das ist die Christine Buchholz von der Fraktion Die Linke.